Mann, was für eine Flucht. Ihr könnt nicht bestreiten, dass ich unglaublich war. Die Reise mit dem Hubschrauber? Sagen wir, sie war sehr anregend. Carla war seit langem nicht mehr geflogen und, ehrlich gesagt, ließ sie uns ganz schön schwitzen. Aber das Wichtigste ist, dass sie es schaffte, uns nach Arizona zu bringen. In das Gebiet, in dem früher der Hopi-Stamm gelebt hatte. Dort hofften wir, Näheres über das Kruzifix zu erfahren. Als ich Gina befreite, konnte ich zum Glück sowohl das Kruzifix als auch den Rest meiner Sachen aus der Hütte holen. Glücklicherweise hatten die Mädels ihre ganze Garderobe mitgenommen und konnten Gina und mir einige Klamotten leihen. Wir wussten, dass passende Kleidung für die Wüstenstrecke vor uns nicht schlecht wäre. Passt gut auf euch auf, Schätzchen. Ihr auch auf euch. Und danke für alles. Ach, ich hasse Abschiede. Am Ende muss ich immer flennen. Ich verspreche euch, dass wir vorbeischauen werden, um eure Show zu sehen, sobald es geht. Besser, du hältst Wort, wenn du keine Schwierigkeit mit einem Marine haben möchtest, mein kleiner Süßer. Hm? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bussi. Bis bald. Auf Wiedersehen, Mädels. Ich werde euch nie vergessen. Und wir dich auch nicht. Lebt wohl! Wieder allein. Du und ich. Sonst hast du keine Probleme? Stört es dich vielleicht, allein mit mir zu sein? Natürlich nicht. Was soll das? Oh je, du brauchst nicht gleich böse zu werden. War doch nur ein Scherz. Ist schon gut. Lass uns keine Zeit verlieren. Komm, lass uns jemanden suchen, der etwas über die Indianer weiß. Vielleicht haben wir Glück und treffen einen echten Hopi. Ich bezweifle es. Aber man weiß ja nie. Da hinten habe ich einen Weg gesehen. Lass uns gehen. Warte mal, mein Schnürsenkel ist aufgegangen. Das habe ich gleich. Ich werde mal von oben einen Blick drauf werfen. Nein! Ah! Gina! 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 Antworte mir! Gina! Nein! Nein! Sich zu beklagen ist keine Antwort. Ah! Wer bist du?
Ich habe dich nicht kommen hören. Ich bin Wubuchim, der letzte Hopi-Häuptling. Eine Antwort wäre, deine Mission zu erfüllen und nicht zu wehklagen. Wie kannst du das wissen? Ich verstehe nicht. Wie ist es möglich? Ha. Moment mal, hast du Hopi gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Ganz sicher. Das ist unglaublich. Gerade jetzt sind wir... Bin ich hier, weil ich etwas über die Bedeutung dieses Hopi-Kruzifixes in Erfahrung bringen möchte. Zeige mir das Objekt. Hier ist es. Mein junger Freund, das ist kein Kruzifix, sondern ein heiliger Schlüssel. Ein Schlüssel, sagst du? Es hat nicht die Form eines Schlüssels. Halte das Objekt weiter so in deiner Hand. Drücke den oberen Teil mit dem Daumen. Oh! Jetzt sieht es wirklich wie ein Schlüssel aus. Und was öffnet dieser heilige Schlüssel? Es ist der Schlüssel zum Hopi-Heiligtum. Hopi-Heiligtum? Und wo liegt dieses Heiligtum? Genau gegenüber unserem Dorf. Auf dem Felsen auf der anderen Seite des Canyons. Dort, wo der Isturak jeden Morgen seine ersten Strahlen auf die Erde hinabschickt. Ah ja. Und kannst du mir den Weg zeigen, auf dem ich das Hopi-Dorf erreichen kann? Der heilige Schlüssel ist zu dir gekommen. Und dein Schicksal ist es, das Heiligtum zu erreichen. Der Weg, dem man folgen muss. Der Weg der Weisheit. Zweifellos. Ich glaube, da ist etwas, das ich dir sagen muss. Es ist nämlich so, dass dieser Schlüssel nicht zu mir kam. Hä? Er ist verschwunden. Ich verstehe nicht, wie er verschwinden konnte, ohne dass ich es bemerkt habe. Das gleiche wie bei seiner Ankunft. Am wichtigsten ist, dass er mir die Augen geöffnet hat. Ich kann nicht einfach hierbleiben und um Gina trauern. Ich muss das beenden, wozu wir hierher gekommen sind. Ich schulde es Gina. Ich weiß jetzt, dass das Kruzifix in Wahrheit der Schlüssel zu einem Heiligtum ist. Wenn ich das Hopi-Dorf finde, werde ich auch in das Heiligtum hineinkommen. Und dort werde ich wahrscheinlich die Erklärung für das ganze Rätsel finden. Also gehen wir ans Werk. Von hier aus habe ich einen hervorragenden Überblick über die ganze Gegend. Mal sehen. Es sieht so aus, als sei dort eine kleine Stadt. Ich gehe dorthin. Vielleicht kann mir jemand etwas über das Hopi-Dorf erzählen. Diese Stadt scheint aus einem John Ford-Film zu stammen. Sie hat ihr Hotel, ihr Sheriffbüro, den typischen Saloon aus dem Wilden Westen und sogar eine alte, entgleiste Dampflokomotive am Ende der Stadt. Hey, halt! Nicht schießen! Wer bist du und was machst du in meiner Stadt? Hände hoch! Ich will sie sehen! Ruhig, ruhig! Ich komme in Frieden! Hör zu! Mein Name ist Brian und ich habe mich in der Gegend verirrt. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Ich glaube nicht, dass du lügst. Komm rein und wir reden. Du sagtest, dass du dich verlaufen hast, nicht wahr? Vielleicht kannst du mir erklären, wie du bis hierher gekommen bist. Ich habe mich nicht wirklich verlaufen. Ich versuche, die Reste eines Hopi-Dorfes zu finden. Es soll in dieser Gegend gelegen haben. Ich hatte gehofft, hier Genaueres über seine Lage zu erfahren. Deshalb bin ich hier. Das Hopi-Dorf. Bist du Archäologe oder sowas? Nein, ich weiß nichts über Archäologie. Ich suche das Dorf aus einem anderen Grund. Ehrlich gesagt hast du auch nicht wie ein Archäologe ausgesehen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass alle mit einer Peitsche und einem Hut durch die Gegend laufen. Bitte lassen wir das Thema. Weißt du, wo sich das Hopi-Dorf befindet? Es ist seltsam. Die Geschichte dieser Stadt, Douglasville, ist mit der Geschichte des Hopi-Dorfes eng verbunden. Ist das wahr? Was meinst du damit? Erzähl mal. Es ist keine kurze Geschichte, aber wenn du sie hören möchtest, erzähle ich sie dir. Diese Stadt wurde von meinem Ururgroßvater James Theodore Douglas gegründet. Er war Besitzer einer Goldmine hier ganz in der Nähe. Zu Anfang war Douglasville nichts weiter als ein Bergarbeitercamp. Aber es wuchs, bis das Camp langsam zur florierenden Stadt wurde. Alles blühte wegen der großen Gewinne aus der Goldmine auf. Mein Ururgroßvater hat es sogar geschafft, dass die Eisenbahn bis nach Douglasville kam. Dann jedoch nahm das Schicksal der Stadt eine tragische Wendung. Das Bergwerk hörte nicht auf zu wachsen und die Stollen breiteten sich von Tag zu Tag aus.
bis irgendwann der Stollen mit der Hauptader an etwas stieß. Etwas ganz Unerwartetes. Auf das Hopi-Dorf selbst. Ist das wahr? Und was passierte dann? Das Unvermeidliche. Die Indianer waren nicht gewillt, den weißen Männern die Ausbeutung ihres Landes zu erlauben. Und J.T. Douglas war nicht der Mann, der auf ein Vermögen verzichtete, nur weil ein kleiner Haufen Indianer sich ihm in den Weg stellte. Deswegen ist Blut geflossen. Zu Beginn sah es aus, als hätten die Indianer den Kürzeren gezogen. Sie waren schlecht bewaffnet und viele von ihnen wurden bei den Auseinandersetzungen getötet. Dann geschah jedoch etwas, das die Ereignisse völlig auf den Kopf stellte. Der Medizinmann des Hopi-Stammes erschien eines Morgens in Douglasville, stellte sich ins Zentrum des kleinen Städtchens und sprach einen Fluch aus. Er war gegen das Bergwerk und die weißen Männer, die das Hopi-Land an sich reißen wollten, gerichtet. Er wurde erschossen. Aber sein Fluch wirkte. Oh, und wie er wirkte. Was willst du damit sagen? Was ist geschehen? Auf unerklärliche Weise war das Bergwerk von einem Tag auf den anderen erschöpft, sodass man nicht mal einen Krümel Gold mehr aus ihm schürfen konnte. Die Leute im Städtchen erkrankten an einem merkwürdigen Leiden, das kein Arzt heilen konnte. Ganze Familien begannen aus Angst, Douglasville zu verlassen. So versuchten sie, dem Fluch zu entgehen. Aber das Tröpfchen, welches das Fass zum Überlaufen brachte, war die Entgleisung des Zuges. Der Zug durchquerte die Stadt von einem Ende zum anderen und zerstörte alles, was ihm im Wege stand. Das letzte Hindernis war die Bank. Der Zug nahm sie regelrecht auf die Hörner. Wie du dir vorstellen kannst, gehörte die Bank auch J.T. Douglas. Er war gerade dort und saß auf seinem neuen Sessel, eigens für ihn in Paris angefertigt, als 50 Tonnen Eisen über ihn hinwegschossen. Als mein Ururgroßvater starb, haben alle anderen Douglasville schlagartig verlassen. Und so wurde eine richtige Geisterstadt daraus. Das ist eine faszinierende Geschichte. Und du sagst, dass du die Ururgroßenkelin von diesem J.T. Douglas bist? Ja, so ist es. Übrigens, ich heiße Sushi. Sushi Douglas. Dieses Städtchen gehört mir. Das Eigentum ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Ich bin die Erste, die es nutzt. Seit anderthalb Jahren wohne ich hier mit zwei Freunden, Kevin und Rutger. Aber vorher war die Stadt völlig verlassen. Ihr drei lebt allein hier? Wahnsinn. Sushi, ich sehe schon, dass du über die Geschichte der Gegend Bescheid weißt. Du kannst mir sicher verraten, wo ich die Reste des Hopi-Dorfes finden kann. Nicht wahr? Nein, kann ich ehrlich gesagt nicht. Als alles das, was ich dir erzählt habe, geschah, wurde das Bergwerk geschlossen und ich habe keine Ahnung, wie man jetzt zum Hopi-Dorf gelangen kann. Ja, Freunde, hallihallo, ich bin auch noch da. Ich habe genauso lange gewartet wie ihr, dass ich jetzt auch mal wieder in Aktion treten konnte. Und wir machen auch direkt weiter. Meinst du, man kann durch das Bergwerk bis zum Hopi-Dorf gelangen? Wenn man die Route durch die Stollen kennt, wird es durchaus möglich sein, dorthin zu kommen. Kennst du den Weg durch den Stollen zum Hopi-Dorf? Ich? Keine Ahnung. Ich bin nie im Bergwerk gewesen. Ich dachte, du hast vielleicht eine Karte des Bergwerks. Nein, sowas habe ich nicht. Ich weiß nicht. Falls es eine Karte vom Bergwerk gibt, müsste sie eigentlich in der Bank von Douglasville zu finden sein. Wahrscheinlich liegt sie im Tresor. Glaubst du wirklich, dass das Bergwerk wegen des Fluches plötzlich erschöpft war? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nur, dass das Bergwerk von einem Tag auf den anderen erschöpft war, ohne dass es dafür Anzeichen gegeben hätte. Und das ist nicht mehr normal, findest du nicht? Könntest du mir die ganze Geschichte über Douglasville und das Hopi-Dorf nochmal erzählen? Nochmal? Nein. Es ist keine kurze Geschichte. Diese Stadt wurde von... Aber es wuchs. Dann jedoch... Warum seid Kevin, Rutger und du hierher gezogen? Das war meine Idee. Ich hatte das Gefühl, dass ich Ruhe bräuchte, um mich meiner Leidenschaft widmen zu können. Sie hatten ähnliche Interessen und... Hier sind wir also. Welcher Leidenschaft frönst du? Rechner, PCs und die ganze Welt der neuen Technologien rund um die Computer. Ich bin gut damit, weißt du? Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. Ha. Eine wunderschöne Musik, Freunde. Und mit dieser wunderschönen Musik verabschiede ich mich auch schon. Ja, das war dieser Teil. Viel gemacht haben wir nicht, aber dafür auch viel erfahren. Ja, ich werde jetzt die nächsten zwei Teile jetzt ja auch wieder bearbeiten und dann alles hochladen. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder was zum Gucken und entschuldigt, dass es halt mit der Aufnahme ein, zwei kleine Probleme gibt. Oder gab für mehr. Ich hoffe, ich kriege das vielleicht noch in den Griff. Ansonsten bitte ich es zu verzeihen. Ja. Wie eben schon gesagt, das war es bis hierhin. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr freut euch. Also bis dahin, NRWY18, adieu.